The Evil Within. Joseph guckt ganz sehr, sehr nervös. Und wir haben hier aufgehört. Wir wissen, dass da jemand steht. Ich hoffe, dass Joseph nicht überreagiert, wenn wir jetzt da reingehen. Schauen wir mal, was uns da jetzt erwartet. Ich hoffe, wir können diesen erledigen von hinten irgendwie. Von hinten. Also, den Patienten. Oder die Patientin, dass wir die... Die ist ein bisschen nervös, glaube ich. Ein wenig. Los, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt, 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 jetzt. Sehr schön. So. Zünden wir sie mal an. Sicher, sicher. Und, oh, eine Granate haben wir gefunden. Das ist supi. So, schauen wir uns mal ein wenig... Oh, nee. Oh, nein. Hier liegen über Leichen. Und wir können die alle anzünden, wenn wir wollen. Ich werde mal die Lampe rausholen. Joseph ist noch relativ misstrauisch, was hier dieses Ambiente angeht. Ich bin ein wenig Forscher. Und ich schaue mich doch ein wenig... ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie aufstehen könnten. Wenn wir jetzt hier das Ding zertrümmern. Schauen wir mal. Ich wusste es. Ich wusste es. Hätten wir sie mal angezündet. Hätten wir sie mal angezündet, die Viecher. Scheiße. Hätten wir sie mal angezündet, die Scheißviecher. Alter, geht sterben, geht sterben, geht, geht, geht doch, geht doch, geht doch sterben. Ihr Scheißviecher. So. Bist du okay? Ja, ich bin okay. So. Alter, die vertragen aber auch verdammt viel, ne? Muss ich ja mal nicht sagen. Die vertragen aber auch verdammt viel. Bist du okay? Ja, ich bin okay, Joseph. Hätten wir sie mal vorhin angezündet, ey. So wie ich es schon vermutet hatte. Warten wir mal ein wenig, bis die Energie von Basti wieder besser ist. So. Wir könnten eine Spritze gebrauchen. Haben wir noch eine in petto? Wir haben keine mehr in petto. Ich werde mal eben die Granate nach oben legen. Wir haben einen Schuss in der Schrotflinte und einen Schuss im Revolver. Na, wer hätte das gedacht, dass wir mal so schlecht unterwegs sein sollten, weil wir waren echt super ausgerüstet mal. Naja. So, wo gehen wir lang? Gute Frage. Ich würde sagen, wir gehen erstmal durch diese Tür hier und schauen mal, was uns dahinter erwartet. Speichern wäre mal geil. Oh mein Gott. Ich hasse Anstalten. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich hasse... Ich habe gedacht, der schwebt da, Alter. Ich zünde den mal an, vorsichtshalber. Okay, kann ich gar nicht. Haben wir noch ein Streichholz? Hui! 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 Ja! Wie nennt man das nochmal in Rio? Die Paginia? Oder wie nennt man das nochmal? Hui! Hui! Jetzt brauche ich nur noch einen Knüppel. Yeah! Juhu! Yeah! Juhu! Oh! 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 Alter! Wir sterben! Oh! Hätten wir ihn mal lieber da hängen lassen. Okay, also, vor Gegnern fallen gelassen, Äxte versuchen, verursachen sehr viel... Entschuldigung. Verursachen sehr viel Schaden. Entschuldigung. Meine Güte. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Schon viel besser. Wie viel Leben wir auch ihm aber auch geben können. Ist ja unglaublich. Wir müssen hier raus. Gut, wir wissen ja, was kommt. Jetzt sind wir gut vorbereitet. So, dann wollen wir mal eben hier uns nochmal ein wenig aufrüsten.
Der war vorher nicht da, oder? Ich kann mir nicht entsinnen, dass hier einer lag. Na, sicher ist sicher. Immer noch nichts drin. So, sehr schön. Da haben wir schon mal die Munition für die Flinte. Da haben wir wieder Haargel. Da haben wir nichts drin. Da auch nicht. Da kommt jetzt wieder der Typ. Den lassen wir mal drin. Ah ne, hier ist er drin. Uah. Okay. Ich vergaß, dass der woanders drin war. So. Hallo? Ich will den gerne öffnen. So, Haargel. 9600 haben wir jetzt mittlerweile schon. Das ist verdammt viel. Ich bin schon wieder so am Wippen. Also so. Bin total nervös gerade. Weil ich weiß, was kommt. Mal die Lampe ausmachen. So. Also, wenn wir mal die Olle mal wieder hier erledigen und die ganzen Typen anzünden. So. Ja, die Olle werde ich anzünden. Den hier werde ich... Oh, die hat was fallen lassen. Eine Medic-Spritze? Cool. Was? Was? Wollte schon gerade sagen, Alter. Ich sterbe. Okay, den können wir gar nicht anzünden. Ach, wir haben wahrscheinlich kein Streichholz mehr. Kann das sein? Kann das sein, dass wir kein Streichholz mehr haben? Weil wir kriegen ja nichts mehr angezeigt. Ah, fuck. Okay. Also müssen wir doch tatsächlich um die kämpfen. Ich pack mal eben das Gewehr aus. Die Schrotflinte. Ah, nee, komm. Nehmen wir einfach mal hier die Pistole. Alter, mein Aiming, ne? Mein Aiming lässt es zu wünschen übrig. Ich kann aber auch nichts tun. Ich kann höchstens dagegen treten. Wow. Bist du okay? Ja, ich bin okay. Wenn du mich so dämlich fragen würdest, bin ich immer okay. Bah, geh dich mal duschen, hol du aus. Alter, was hat der denn für einen geilen Kopf? Alter! Ah. Bist du okay? Nein. Sein lieber Zombie, sein lieber Zombie. Sei ein ganz lieber Zombie. Okay, wir können also, wenn wir schlecht zurecht sind, nicht rennen. Sehr schön. Sicher. Bist du okay? Gestern. Ein bisschen agro ist Basti auch schon, ne? Oder muss man ja mal sagen. Was für eine dämliche Frage immer hier von Joseph. Bist du okay? Siehst du aus, als wäre ich okay oder was? Guck mich doch mal an. So, den drehen wir mal aufs Gesicht. Bist du okay? Nur auf Nummer sicher. Vorsichtshalber, ja. So, jetzt warten wir mal ein wenig ab, dass wir hier ein bisschen mehr Leben bekommen. Das ist ja echt dämlich und peinlich jetzt hier, so wie wir jetzt rumlaufen die ganze Zeit. So. Also, wie viel sind wir denn jetzt gestorben letzte Mal? Wir sind gestorben, weil wir... Ach ja, jetzt weiß ich wieder. Hehe. Weil ihr den Hängenden wir runtergehauen haben. Ich lasse ihn mal da hängen. Ich hoffe, dass er da nicht runterkommt, wenn wir ihn hängen lassen. Da sind überall Scheren drin. Medikamente. Okay, wir lassen ihn einfach mal hängen. Vielleicht bringt das ja was.
Sieht ja sehr fabulös aus hier. Ach, wie fabulös. Oh, ich sehe Haargel im Regal. Sehr fabulös. Oh, eine Spritze. Oh, wie. Oh, war klar, dass wir, wenn wir die Spritze nehmen, dass der kommt. War so klar, war so klar, war so klar. War so klar. Alter, schieß auf den. Wir haben kein Dings. Wir haben kein, wir haben kein Streichholz mehr, fällt mir gerade auf. Da hat der gerade einen Flug gemacht. Der hat sich um die eigene Achse gedreht. Der grüßt jetzt erstmal den Mann im Mond. So, wir haben eine Spritze bekommen, die werde ich jetzt erstmal benutzen. Besser ist. Dann sind wir schon wesentlich besser unterwegs hier in der Anstalt. Puh. Tja, dann gucken wir nochmal, wie es weitergeht. Joseph ist aber sehr, sehr neugierig gerade. Hm, ich will weitergehen. Hm? Oh. Ah, okay. Ah. Vielleicht kommt da unten ja was. Na toll. Was hat's jetzt auch vollgebracht? Das hat's jetzt mal vollgebracht. Na gut, vielleicht wenn jetzt da unten gleich Zombies kommen. Na, kommen da welche? Na? 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 Zombies? Okay. Gut, lassen wir das Fass mal da unten liegen und gehen nochmal oben schauen. Ich glaube, dass da oben noch ein bisschen was gewesen ist, wo wir noch nicht gewesen waren. Hm, diese Heizkörper kenne ich noch von früher. Okay, hier ist aber nichts, was wir irgendwie gebrauchen können. Das mit dem Licht ist ein bisschen blöd, dass das Licht nicht nach vorne scheint ein wenig. Weil, wenn man jetzt überlegt, ich packe jetzt einfach mal den Revolver aus, packt er die Lampe nach hinten, die hängt jetzt hinten rum. Und das Licht ist immer nach vorne. Naja, gut. Wie gesagt, Videospielironie nicht in Frage stellen. So. Da können wir wieder das Fass treten. Moment, ich werde es mal zur Tür treten. Besser ist. Aber man weiß ja nie. Da will wohl jemand, dass wir nicht da reingehen. Sieht ziemlich komplex aus. Wer stellt hier so eine Bombe auf? Meinst du, wir kommen daran vorbei? Halt Abstand. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Ja, toll. Super. Er entschärft sie. Das heißt, wir müssen ihn wahrscheinlich beschützen. Okay, wir können das Fass nicht mehr treten. Ich habe ein bisschen das Gefühl, jetzt kommt so eine kleine... Ich dachte, jetzt kommt so eine kleine Zombie-Welle, aber anscheinend doch nicht. Ich hasse diese Stille. Habe ich das schon mal erwähnt? Was ist das für ein Geräusch? Ich dachte, es wäre irgendein Gerät. Joseph, nach dem, was mit Connolly passiert ist. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging's nicht so gut, aber... Okay, lass uns einfach hier abhauen. Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Ja. Oh mein Gott, sollten wir uns um Joseph Sorgen machen? Ihm geht's anscheinend nicht so gut. Er sieht so ein bisschen aus wie,
unser Detective, der den Polizeiwagen gefahren ist, diesen, wo er sich dann verwandelt hat in so einen Zombie. So ein bisschen sah er gerade danach aus. Ich mache mir ein wenig Sorgen um ihn. Aber noch ist ja seine Gesundheitsanzeige gut. Schauen wir mal. Gehen wir mal die Leiter hier nach oben und gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Es scheint mir immer noch so, als wären wir immer noch in der Anstalt. Oh. Endlich haben wir wieder Streichhölzer. Ah, von der Seite. Ah, raffiniert. Also man braucht mal nur eine Scheibe einschlagen. Und ich höre gerade schon bei der die andere Welt. Die andere Welt vom Spiegel. Wie geil, da können wir endlich speichern. Gott sei Dank. Okay, da ist wieder der Spiegel, aber... Okay, es gibt keinen Tagebucheintrag. Na gut, nun gut. Dann wollen wir mal da reingehen. Ich hab's gewusst. Ja, scheiße. Ich muss kacken. Entschuldigung. Geht es Ihnen nicht gut? Im Übrigen habe ich bisher auch noch keinen neuen Schlüssel gefunden. Oder? Weiß ich gar nicht. Schauen wir mal. Gehen wir mal gucken. Der macht aber sehr vorsichtig die Tür. Ich weiß gar nicht. Hatten wir eigentlich den Schlüssel gefunden? Nö, okay. Naja, gut. Ich glaube, so wie es aussieht, sind wirklich die Schlüssel diese Statuen, die wir mal gesehen haben. Ach, jetzt geht die Tür auf. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, hier. Ach so. Nun gut, aber jetzt können wir uns auf jeden Fall verbessern. Wir haben 9900 Haargel. Oh mein Gott. Das ist ja unglaublich. Fabulös. Oh mein Gott, fabulös. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll damit. So, wir werden mal die Reserven natürlich auf jeden Fall aufbessern. Zum Beispiel von der Schrotflinte. Natürlich. Dann können wir mehr Streichhölzer tragen. Die Qualenbolzen werden wir den Blendbolzen... Die Blenddauer kann gesteigert werden. Haben wir noch nicht ausprobiert. Lasse ich, glaube ich, erstmal so. Explosivbolzen. Eine Sprengladung, die hohen Schaden bewirkt. Verwundete Gegner in einem Umkreis von 3 Metern, aber der Schaden nimmt mit der Entfernung zur Explosion ab. Okay, wir können das erhöhen. Machen wir mal. So, Reserve. Was haben wir denn? Fitness. Wir können mal den Nahkampfschaden erhöhen um 20%. Das ist viel, viel besser. Und wir werden die Lebensanzeige erhöhen. Yes! Sind wir gut ausgerüstet. Meine Güte, haben wir viel gekauft diesmal. Das Einzige, was wir noch machen können, wir können noch die Nachladegeschwindigkeit erhöhen. Die Granaten. Die Menge, die mitgeführt werden kann von den Granaten. Das wäre es auch. Ich glaube, wir werden die Nachladegeschwindigkeit... Ah, Mist, wir haben gar nicht darauf geachtet, dass wir wechseln können auf Flinte und so. Nein, aber wir haben... Müssen wir nächstes Mal mal machen. Die Flinte verbessern. Und die Qualenarmbrust, die Nachladegeschwindigkeit. Werden wir einfach mal die Reserve der Granate jetzt verbessern. Einfach. Und dann haben wir noch 100 Haargel. Und dann geht's. Ah, jetzt. Ah. Schau einer an. Guckt an. Jetzt habe ich auch volle Lebensenergie bekommen. Für dass ich auf dem Stuhl saß. Ich habe mich ja letztes Mal beschwert, dass ich keine volle Lebensenergie bekomme, wenn ich hier drauf sitze. Weil andere Let's Player da wohl immer wieder volle Lebensenergie bekommen, aber ich nicht. Aber jetzt, ja, ich bekomme sie. Ach, ich bin auch bescheuert. Ich muss nochmal zurück. Entschuldigung. Ich habe total vergessen zu speichern.
Was war das denn jetzt? Haben Sie etwas vergessen? Nee. Ja, vergessen zu speichern. Und das werden wir jetzt tun. Denn ohne Speichern geht hier gar nichts. Das wissen wir alle. Das haben wir so in die Wiege gelegt bekommen. Und jetzt können wir eigentlich weitergehen und verlassen den Raum hier mal. Können wir eigentlich in unseren Raum reingehen? Tatsache. Liegt da vielleicht irgendwas? Nö. Es hätte ja sein können, dass da was drin liegt, aber... Aber sauber ist es. Also so klo-mäßig ist schon echt sauber, muss ich ja mal sagen. Lag da was oder war da irgendwas am Spind? An der Pinnwand? Ne, wie spät haben wir es? Immer noch 5 nach 10. Ich glaube, ich habe Folge 2, Folge 3, glaube ich, mal auf die Uhr geguckt. Ich glaube, da war es auch 5 nach 10. Kann es sein? Ich weiß es gar nicht mehr. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. La 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 la. Und ja. Das sieht gut aus. Sieht förmlich danach aus, als... Oh, wir haben einen Kontrollpunkt erreicht. Würden wir gleich in eine riesige Halle kommen. So ein bisschen wie so eine Kirchenhalle. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns in einer weiteren Folge an, The Evil Within. Und zwar morgen schaltet ihr wieder ein. Hier auf meinem Channel gibt es die nächste Folge, The Evil Within. Und ja, ihr seid dann dabei. Hoffe ich mal. Also, ja, bis morgen. Tschüss.